So, ich höre da noch irgendwo was grunzen, das heißt, wir haben eine Schweinenase zu pfeffern. So, das war ein kleiner Hänger. War aber nicht wegen mir. So, wo ist die Schweineschnauze? So, ich höre sie irgendwo. Wo ist die? Da hat man ein Surround-Headset und findet nicht mal eine Schweineschnauze. Ich glaube, ich spinne. Wo ist die? Ja, hier wird stärker. Irgendwo muss die sein. Da oben irgendwo. Okay, ich finde sie nicht. Dort oben muss sie irgendwo sein. Irgendwo. Keine Ahnung. Egal. Komm mal rauf da. Okay. So, schauen wir mal. Oh! Ja, ja. So schnell kann es gehen. Ja, ich sehe. Ja, die Schweineschnauze, wo? Ja, komm, ich drehe am Rad wirklich. Schweineschnauzen, Essenskorb und Dings. Ich kann aber nicht springen. Wenn ich klein bin und wenn ich groß bin, kann ich zwar springen. Aber ja, es bringt nicht viel. Ja, wo ist die Schweineschnauze wirklich? Na komm, wo ist die? Ja, peinlich für mich, aber ich spiel's blind, also blind. Ich wollte es euch nur mal sagen, ah, da unten hat sich gerade wer eingeschlichen. Falls du das siehst, du bist ein Penner. Ah, okay. Ging ja noch. So, wo ist die Schweineschnauze? Ah, hier ist sie. Ist ja klar, dass ich die da oben nicht sehe. Oh, da habe ich irgendwas bekommen. Keine Ahnung, was. Oh, Goldzähne. Mein Herz ist offen, Alice. Nie verschlossen, nie versperrt. Es braucht keinen Schlüssel. Na toll. So, weiter geht's. Und das geht sich los. Ja. Oh, das war knapp. Das war sogar für mich unübersichtlich gerade. Oh, sieh dir das schöne Haar an von der Alice. Das wurde mit L'Oreal gemacht. Gewaschen. Seidig glänzend, würde ich mal behaupten. So. Okay, da drüben geht es weiter. Gibt es hier auch noch irgendwas zu entdecken? Okay. Ja, es gibt schon was. Ah, ein Totenkopf und ein Haus.
Ja, wie ihr seht, es hat ab und zu... Oh, das sieht cool aus. Oh, geil. Das könnte mein neues Profilfoto werden für YouTube. Oh! Ah, okay. Wenn ich richtig ausweiche, geht's eigentlich. Ja, wie gesagt, es hat ab und zu so Standbilder, also das liegt nicht an mir, also das ist das Spiel selber. Ziegel sind aus Stein, Alice. Wirklich? Ein Backsteinhaus ist genau wie Gibraltar immun gegen Feuer, Witterung und sogar gegen unanständige Berberaffen, falls es nötig ist. Was für Affen? Was redet der Typ hier? Eine schräge Kacke ist das hier. Aber mir gefällt's. Ja, oh, ich schwitze schon komplett. Ich muss kurz... Tut mir leid. So, in Einzelteil, der sollte ja noch schräger sein. Den werde ich natürlich auch spielen. Das war ja knapp. So, warte ich, bis er nach unten fährt, der Lift. So, ging ja gut. Ah, das geht sich auch noch aus in einem Schritt. So, ich höre wieder irgendwo ein Schwein. Ich glaube, mein Schwein pfeift. So, irgendwo war ein Schwein. Ah, okay. Hab dich. Ja, das sieht nach Bonus aus. Das hole ich mir natürlich. Oh, ich muss wirklich aufpassen da mit dem Springen. Ah, immer so schöne Schmetterlinge, also das hat wirklich, also das bringt mich komplett in Wallungen. So, da habe ich was gehört, ein Feind. Also da werde ich ganz emotional, also wenn ihr euch das mal ansieht, dieses, wie grazil, Wahnsinn. So, ich höre wieder ein Schwein. Nur wo? Ah, da unten? Ja, aber wie triff ich das? Gar nicht. Na toll. Na toll. Probieren wir es einfach mal. Ah, geht ja eh alles. Die Uhr macht Tick-Tack. So, 331 Zähne. Ich glaube, ich muss demnächst wieder mal mein Messer upgraden. So, das ist sicher ein Bonus. Das heißt, das hole ich mir zuerst. So, schön langsam habe ich den Dreh heraus bei dem Spiel. Ja, die ist, glaube ich, gerade besoffen. Alice war viel allein, ein introvertiertes und einsames Kind vermutlich. Ihre Schwester, obwohl liebevoll, war zu alt, um Spielkameradin zu sein. Er ist ziemlich blöd da drinnen in solchen Räumen, wo du die Kamera nicht mehr bewegen kannst. Okay, das habe ich eh geschafft. So, einfach mal, ja, ich springe mal da drauf. Jawohl, sehr schön. So, alles kaputt machen. Ja, das Messer, wie ihr seht, es macht sehr schöne Spuren. So, jetzt kommen sicher Feinde wieder. Oh! Oh mein Gott, der Augenpott! Anvisieren!
Ah, das ging ja schnell, der Augenpott. Oh, die Musik bleibt ja richtig aufregend. Ich glaube. Oh! Was war das? Ja, die können schießen, die Teile! Oh! Ich habe ja. Bin ja ausgewichen. Nimm das. Nimm das. Oh! Ah, das Ausweichen, das liegt mir anscheinend nicht so. Oh! Nein! Oh, das war knapp. Ja, ja, die Teekanne macht den Genuss, nicht du. So, einen kleinen Vorteil hole ich mir schon raus. Ja, meine Pfeffermühle ist überhitzt. Mach den Auge auf. Komm schon. Jawohl. Sag ich ja. Mach ich's nächste Mal vielleicht vorher. So, Ventil drehen. Die Musik ist ja sau spannend. Soundtrack finde ich generell ziemlich gut in dem Spiel. So, komm her! Oh! Ah, das hat gesessen. Ha! Da rollt das Auge. Also ihr müsst das wirklich mal sehen. Also es ist eigentlich ein englisches Spiel. Und lest mal Fundbüro. Also dass sie solche Kleinigkeiten oder solche Details in der Grafik auch quasi in Deutsch übersetzen, ist wirklich, finde ich, Vorbildfunktion. Weil es ja eigentlich nur mehr Arbeit, ne? So, Miezekatze. Wo ist die Miezekatze? Wo ist Zeit besessen. Ah, hier. Finde ihn. Oder deine Abstaubmädchen. Der Hutmacher soll dich doch von deiner besten Seite sehen. Von meiner besten Seite, natürlich. Der Hutmacher. Ryan Ellis im Wunderland, Johnny Depp. Mal schauen, wer es hier ist. Ah, okay, ich muss hier rundherum rennen. So, einmal in das Obergeschoss bitte. So, wohin jetzt? Okay, ich sehe schon. So, Fallschaden gibt's zum Glück nicht. So, ich frage mich, ob ich die Suppe irgendwie verletzen kann. Ich probiere es einfach mal nicht aus. Oder soll ich darauf? Was sagt ihr? Soll ich es probieren? Ah, okay. Ne, passiert nichts. Irgendwas muss hier gehen. Komm her. Okay. Da komme ich wahrscheinlich nur rundherum hin. Ja, es wird immer düster, 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 düster. Was ist die Steigerung von düster? Genau. Düster. So, ah, upgraden. Tut mir leid, das muss jetzt mal sein. So, wo ist upgraden? Waffen. Ja.
Ja, ich bin blank. Hätte ich mir sparen können. Warum ist jetzt... Jetzt habe ich den Mauszeiger irgendwo hier gehabt. So. Mal gucken. So, hier gibt's nichts. Schwein auch nicht. Mir stört irgendwie der Mauszeiger auf einmal unten. Das will ich nicht, das will ich nicht. Steuerung. Schauen wir mal. Ah, keine Ahnung, wie ich den wegbekomme, aber egal. So. So, hier irgendwo was? Nee. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Hilft nichts. Muss ich hier durch? So, dale. Ah, okay. Hier sehe ich wieder... 1, 2, 3... Ah, komm! Ah, okay, sie bleiben bestehen. Das erleichtert natürlich einiges. Also ich hätte gedacht, die gehen wieder weg. Oh! Boah, das war knapp. Nein! Nein! So, jetzt habe ich euch mal veranschaulicht, wie man es nicht macht. Das ist ja wirklich blöd hier. Mein cooles Gimmick. Aber es erschwert einiges. Nein! Nein! Oh, nein! Ja. Ja, jetzt wird's. Ja, jetzt wird's schon peinlich. So. Hey, wie soll ich da... Ach, das gibt's doch nicht. Hey, die verarschen mich. Ohne Schmäh. So. Jetzt aber. Geht ja eh, wenn man will. So, eine Flasche. Ich habe noch immer keine Ahnung, für was die Flaschen, aber okay. Okay, hier gibt es nichts mehr. Hier muss aber auch irgendwo etwas geben. Denn ich glaube, ich war eben in einer Sackgasse. Schauen wir mal. Wo mich der Weg jetzt hinführt. So. Ah! Ja, das sollen wir mal wissen. Da bin ich ja rübergelaufen. Okay. So. Ja, so leicht geht's. So, jetzt einmal eine Rutschpartie. Woo! Oh. Jetzt ist sie sicher irgendwo dagegen gedonnert. Die Herzogin belohnt die fleißigsten Schnauzenjäger. Ja. Boom. Boom. Uhrwerkbombe. Okay, können zerstört werden, Uhrwerkbombe nahe einer schwachen Struktur. Bla bla bla. Learning by doing, würde ich sagen. Eine Hase als Bombe, also
Ja. Nee. Das ist cool. Ja, ich freue mich wie ein kleines Mädchen hier. Alles so süß. Ah, habt ihr das Gesicht gesehen von ihr? Seht nochmal. Ohne zu zögern bringt sie einen Hasen um. Ohne mit der Wimper zu zucken. Was für ein Luder. So, okay. Fundbüro. Schauen wir mal. Oh, hier ist irgendwo was. Nee. Ja, dann so. Okay, dunkel, dunkel. Ah, hier ist es. Wir werden noch alle im Bett geröstet, Alice, weil dein Vater diese unnatürliche Passion für bedrucktes Papier pflegt. Diese leicht entzündlichen Berge warten doch nur auf den bösen Funken und puff, werden aus Fleisch und Blut Rauch und Asche. Ja, sehr schön gesagt. Also die Sprache so ist ziemlich cool, finde ich. Also ist nicht das normale Deutsch, was man so für normal hört. So, interagieren. Rein ins Feuer. Unsere geliebte Bibliothek war eine Feuerfalle. Ein Brandherd auf Abruf. So, weiter geht's und nehmt das. Ja, was war gekommen? In Hysterie zu verfallen. Okay. Indem du Enter. Ja, komm, das ist auf der anderen Seite der Tastatur. Kann Alice nicht verletzt werden und sie richtet mehr Schaden an. Hysterie ist begrenzt. Sollte ich fast mal herausfordern. So, schlag mich mal. Ja, ja, schlag mich. Jawohl. Der linke. Komm. Der rechte. Brav. Der nächste. Jawohl. Komm. Komm. Ah. Ich bin gerade drauf gekommen, dass meine Anzeige gar nicht aufgeladen ist für Hysterie. Aber schauen wir mal. Komm schon, schlag mich. Komm schon. Komm schon. Ich habe den Herd nicht geputzt. Ich habe das Katzenklo nicht gemacht. Komm. Komm. Jawohl. Enter. Oh, sehr geil. Sehr geil, habt ihr das gesehen? Wow. Ja, kurz und bündig. Aber gut zu wissen. Ah, ich glaube, ich schaue oder ich achte darauf, dass ich immer am schmalen Grat vorm Abnippeln bin. Zielmodus, indem du T drückst. Aha. Okay. Rechte Maustaste kann ich auch klicken, aber egal. So, ist das zeitlich begrenzt? Ich hoffe nicht. So,
So, hier ist Wasser. Ach, nein. Böser Traum. Nein. Schlimmer Traum. Schlimme gute Nacht. Hutmacher, ich hatte dich zwar in erbärmlichem Zustand verlassen, aber nicht in Einzelteilen. Oh, du bist es. Was ist dir passiert? Du hast deinen Hut verloren. Außerdem fehlen ein paar Teile. Verloren, in der Tat. Unter den gegebenen Umständen aber fehlen kaum. Was passiert ist, solltest du besser wissen als ich. Das ist immerhin dein Platz. Mein Platz kenne ich. Wann kanntest du schon deinen Platz? Oder wie man ihn behält? Also was ist hier los? Was ist los? Rundherum und rauf und runter in die Ohren, durch die Augen und meine Nasenlöcher hoch, runter den Schlund und in die Eingeweide winden? Papa war äußerst interessiert an Zügen. Ich mag sie nicht sonderlich. Diesen wirst du hassen. Nicht wie damals, als Schildkrötensupperich die Spiegellinie betrieb. Der Zug ist ein Schlachthaus. Der Gestank grausam, das Licht grell, der Lärm infernalisch. Ja, Hutmacher. Ich verstehe schon. Ein schlimmer Zug. Die Welt steht Kopf, Alice. Die Irrenanstalt wird von Irren geleitet. Nichts für ungut. Und das Ärgste, ich habe keinen Tee mehr. Tragisch. Wenn ich dir helfe, würdest du mir dann auch helfen? Hand aufs Herz, wenn ich eins hätte. Finde meine Gliedmaßen und wirf sie in die Rinne, den Rest erledigen Maschinen. Mach dich jetzt auf den Weg, braves Mädchen. Am besten durch das Zifferblatt. Dir fehlen ein paar Teile. Ein paar. Bam. Ein paar. Gerade mal der Torso ist da und der Kopf, aber dir fehlen ein paar Teile, ja, ja. Also ich hätte mir den Hutmacher ehrlich gesagt etwas anders vorgestellt. Aber egal. Druckplatten funktionieren mit Hilfe. Okay, wirklich? So, die Maus wieder suchen. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ah, cool. So, also so. Ja. Ah, das ist ein Rätsel in Anführungszeichen. Denn jetzt einfach... Okay, ich muss ihn doch nicht sprengen. Ja, und wieder einen schönen Ladebildschirm. Ein Regenschirm. Arbeitet bis zum Umkippen. Es ist besser zu arbeiten, als dafür bezahlt zu werden. Jawohl. Mit E. Ja, cool. Die klingen immer ziemlich cool. Okay. Ein Paradies für Arbeiter. Kämpft ihr nicht? Ja. Arbeitet bis zum Umkippen. Im Himmel waren es ist besser zu arbeiten. Oh! Komm, nimm einen Schirm! Arbeitet bis zum Umfallen! Komm, schieß hier! Komm, schieß hier! Oh! Ha, hättest du dir so gedacht, ja? Oh, das hat gesessen. Komm, schieß her.
Also schießt du eine Köpfe oder was? Oh! Oh! Okay, ich verdrück mich die ganze Zeit. Komm, nimm das. Jawohl, den habe ich's gezeigt. Okay, da wieder wahrscheinlich raufschießen. Und ja, wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Episode. Also seid gespannt bei diesem kleinen Spektakel von Alice im Wunderland.